Derby Time Spiel 1, Gebietsliga Ost. SV Davos Stans gegen SC Schwarz 1B. Platz 14, 15 Punkte gegen Platz 1, 36 Punkte. Geschossene Tore 18:43. Erhaltene Tore 37:23. Schiedsrichter Andreas Heiß, 200 Zuseher. So wie es die Tabelle zeigt, so ist es auch auf dem Fußballfeld zu sehen. Die Zweiermannschaft von Schwarz zeigt von Beginn an dem tabellenletzten Stand, wie Fußball gespielt wird und wie Tore geschossen werden. Schon in der dritten Spielminute geht Schwarz mit 1:0 in Führung. Torschütze ist Daniel Nagasalovic. 5 Minuten später kann Schwarz neuerlich über einen Torerfolg jubeln. Ein Weitschuss aus gut 20 Meter von Schwarz-Kapitän Julian Stieler landet im Starner Gehäuse und es steht 2:0 für den Tabellenführer. Nach 15 Spielminuten gibt es nach einem Foul im Strafraum 11 Meter für Schwarz. Den Strafstoß verwertet Denis Rosic zum 3:0. 10 Minuten vor der Halbzeit gibt es die erste Torschance für Stans zu sehen, doch Schwarz-Torhüter Philipp Weißenhofer kann abwehren. Nach 45 Spielminuten geht es mit einer 3:0-Führung für die Gäste aus Schwarz in die Pause. In Hälfte 2 sehen die rund 200 Zuschauer nichts Neues. Schwarz mit 4 Westliga-Kickern in ihren Reihen dominiert weiterhin und schießt auch die Tore. In der 61. Minute trifft Daniel Nagasalovic zum 4:0. Der Stürmer zeigt in der 79. Minute neuerlich seinen Torinstinkt und mit seinem dritten Treffer stellt er auf 5:0. Schwarz-Tormann Philipp Weißenhofer hat in der zweiten Halbzeit wenig zu tun. Seine Vorderleute bleiben aber bis zur Schlussminute weiter offensiv. Und wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff macht Dejan Milankovic das halbe Dutzend voll. Schwarz gewinnt in der 19. Meisterschaftsrunde gegen den tabellenletzten Stans mit 6:0. Der Tabellenführer der Gebietsliga Ost hat mit diesem Derby-Sieg seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Fritzen um 3 Punkte ausgebaut. Derby Time Spiel 2, Regionalliga West. SPG Reichenau Union gegen SPG Axams Götzens. Platz 11, 25 Punkte gegen Platz 15, 13 Punkte. Geschossene Tore 49:41. Erhaltene Tore 54:72. Schiedsrichter Michael Schiffmann, 350 Zuseher. Ein Schuss Romantik spielt bei diesem Derby mit. Nachdem sich Joe und Christine von der Kantine das Jawort geben und vorher noch Gebühren poltern wollen, haben die Reichenauer um eine Spielvorverlegung gebeten. Die Axamer zeigen sich freundlich und so geht das Derby zu einem eher ungewöhnlichen Zeitpunkt über die Bühne. Dann war es aber schon vorbei mit den Freundlichkeiten der Mittelgebirgler. Die Mannschaft von Spielertrainer Flo Schwarz zeigt sich von ihrer besten Seite und in der 10. Minute trifft Martin Dollinger zum 1:0 für Axams. Reichenau hat Probleme ins Spiel zu finden, aber in der 34. Minute trifft Florian Buchacher zum 1:1 und gleichzeitigen Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel kommt Elvir Karahasanovic wieder zum Einsatz, dem Goalgetter ist die Verletzungspause aber noch anzumerken. In der 82. Minute trifft Dominik Lebeder mit einem herrlichen Heber zum 2:1 für die Reichenau. Die Innsbrucker haben 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf ergattert.